Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf Korinnes. Im seichten Regen rennen wir jetzt den Weg weiter in Richtung Stadt. Aber vorher gucke ich mal schnell hier oben nach. Ich glaube, hier oben gab es noch ein paar Pflanzen. Ja, ho, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Ach ja, schreit mir, dass ich schlau bin. So. Jetzt springen wir wieder hier runter. Ach, der Regen hat aufgehört. Na, das ist schön. Die Sonne lacht. Da hat wohl heute jemand aufgegessen. So, hier gibt es auch noch Pflanzen. Ich dachte, auf dem Weg gibt es vielleicht auch noch ein paar. Aber hier gibt es noch einen schönen Schrein. Den holen wir uns auch noch. Fischsuppe, einen Apfel, ein bisschen Blauflieder, ein bisschen Geld, Wasser. Ich hoffe, das macht dir nichts aus, Innos, dass ich dir hier deine Opfergaben klaue. Haben wir genug Geld? Jo, dann beten wir mal schnell zu dem, weil manchmal kriegt man da einen kleinen Bonus, wenn man zu dem betet. So wie jetzt zum Beispiel. Innos schenkt dir Stärke plus 1. Nein, du bist schon ein ganz lieber, bist du. Ein ganz braver. So, und die Blutfliegen wollen Ärger. Swing. Jetzt rennen wir zur nächsten. Da. Du musst schon treffen, du blöder Pfeil. Lass das. Ah, ja, das meinte ich. Da steht man direkt dran und trotzdem trifft man nicht. Das meinte ich damit, dass das Bogenschießen hier nicht so ganz funktioniert, wie es soll. Aber ich glaube, ich werde sowieso als Fernkampf eher die Armbrust nehmen. Bevor wir da hingehen, schnappen wir uns noch schnell die Wölfchen hier, die kleinen. Obwohl, nee, die lassen wir mal stehen, weil die Felle, die können wir später noch gebrauchen. Also lassen wir die Wölfe einfach mal in Ruhe jetzt. Ah. Nee, ich glaube, das ist ein anderer Wolf, der dann kommt. Egal. Jetzt habe ich ihn gespoilert. Hallo Male. Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Ich nehme mir schon mal die Waffe. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Was? Ich Sträfling niemals. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Schweine. Das Schaf habe ich getötet, ist das schlimm? Mit dem Leben davon. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Na, aber hallo. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ja, 3 Flaschen Wein, das ist doch schön. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich will auch nicht aussehen wie ein Bauer. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Alles klar, kein Problem. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Oh oh. Na dann. Jetzt aber schnell. Da ist der Wolf. So, meine Erfahrung. Hier kriegen wir jetzt leider kein Fell dafür, weil wir das noch gar nicht können. Egal, gehen wir zu Lobert rüber. Was der so zu sagen hat, werden wir sehen. Ich brauche Klamotten. Gib mir Klamotten. Hallo Schafe. Ich will Klamotten. Gib sie mir. Warum treibst du dich hier auf meinem Land? Oh, ganz ruhig. Nicht für so unfreundlich. Für die aufständischen Bauern oder für den König? Da hat der König hat mich in die Barriere geworfen, Mensch. Für die Bauern. Ha! Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Nö. Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen.
Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Tja, Kriegszeit nennt man das. Ona war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Ist auch richtig so. Ja, ich werde mich nämlich den Söldnern anschließen, denke ich mal. Da ich mich dem König garantiert nicht verpflichten werde hier. Also sowas hat er mich in die Barriere geworfen, der Sack. Aber Magier hatten wir ja schon, deshalb probiere ich jetzt mal die Söldner aus, ne? Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Falls wir da lebendig hinkommen. Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Ganz vorsichtig, mein Freund. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Alles klar. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Das klingt doch ganz gut. Die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Ah. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ja, ist ja gut. Mann, jetzt muss ich auch noch Rüben ernten. Das ist doch keine Aufgabe für einen Helden, Mensch. Was tut man nicht alles für ein bisschen Geld und ein paar saubere Klamotten? Das muss alles geerntet werden. Schwupp. 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 Ja, aber 5 Rüben lassen wir stehen. 1, 2, 3, 4, 5. So, die 5 da lassen wir stehen. Wir brauchen nämlich nur eine bestimmte Menge abzugeben. Die anderen 5 können wir behalten. Deshalb lasse ich die erstmal stehen. Ich bin so ein Fuchs. Aber bevor wir jetzt wieder zu dem zurückgehen, rennen wir noch schnell hinter die Hütte. Hier wächst doch einiges. Ach, das können wir alles gebrauchen. Kommt alles mit in den gemischten Salat. So, Loba, ich bin fertig. Gib mir Klamotten. Hey. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Hi. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Oh, ich hätte die Klamotten gern billiger. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Sehr gut, da haben wir sogar noch Gewinn gemacht, wenn man es so sieht. Weil die hätte uns ja jetzt nur 5 Goldmünzen gegeben. Frau von Lobart, wo bist du? Mensch, Hilda, hey. Ich hab Rüben. Ich hab hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Eine Pfanne willst du haben? Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Yeah, Eintopf. Bist ein guter Kerl. Danke. Ich bin ganz ein Feiner, ich weiß. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Ganz ruhig, so einer bin ich nicht. Okay, ab zum fahrenden Händler. Den werden wir ja wohl finden, ne?
Da hinten sehe ich schon den seinen Kram stehen. Und da hinten sieht man übrigens auch schon die ersten Teile der Stadt. Nur so rein interessemäßig. Vielleicht hat es euch ja interessiert. So, aber wir gehen noch ein Stück da oben lang, weil da oben steht nämlich noch ein Goblin rum. Den krallen wir uns. Hallo Goblin. Swing. Ach, das war's schon. Ich bin so gut mit Einhandwaffen. Oh. Na gut, ich mache jetzt auch schneller kritischen Schaden. Das war wahrscheinlich so ein kritischer Schaden, den wir hier verursacht haben. Da gehe ich noch nicht hin wegen den Wölfen. Die lasse ich noch leben. Die sind später dran. Hm, Blauflieder. Red mit mir. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt. Habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Was denn? Ich? Niemals. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Warum nicht? Kann man immer mal gebrauchen, sowas, aber... Da ist doch ein Haken an der Sache. Eben. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. So sieht's also aus. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Ja, also damit kann ich leben, warum nicht? Her damit. Klar. Immer her mit dem Wisch. Hier. Sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch. Denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Kein Problem. Zeig mir deine Aber Ware. Jetzt mein richtiger Auftrag. Aus? Ich habe doch hier was zu tun. Piratensäbel, oh, was wir hier alles bekommen. Hellebarde, edles Kurzschwert. Das können wir aber noch gar nicht benutzen, aber das sieht gut aus. Aber es ist teuer. Teurer Spaß. Ich hole mir erstmal die Pfanne. Ich habe doch hier Haufen Zeug, das ich verschachern kann. Hier diese ganzen Coins, die braucht kein Mensch. Das kann auch alles weg. Mana-Tränke brauche ich auch keine. So, was haben wir hier noch alles? Wein brauche ich nur eine Flasche. Wasser, das behalte ich lieber mal. Die Banditennachricht kannst du haben und den Steckbrief. Das brauche ich alles. Xadas Schlüssel kannst du auch haben. Da gibt es sogar Geld für. Was zur Hölle? Fackeln gebe ich dir auch ein paar mit. Brauche ich noch nicht. Die Pfanne behalte ich. Den Banditenschlüssel bekommst du auch. Ein Goldbrocken. Sumpfkraut. Silberner Ring. Und den behalte ich. So, jetzt hätte ich... Habe ich jetzt genug dafür? Nee, aber ist auch nicht schlimm. Ich muss weiter. Ich kann das Schwert eh nicht benutzen und... Ich denke, ich werde später noch woanders so ein edles Kurzschwert kriegen und vielleicht sogar noch eine bessere Waffe. Jetzt kralle ich mir erstmal die Spruchrollen. Gab es hier nicht noch eine? Wohl eher nicht. Gut, okay. Was liegt hier noch rum? Eine Hake. Ich zeig dir, was eine Hake ist! So, jetzt müssen wir uns aber wieder beeilen, weil mir gerade einfällt, da unten ist wieder Erfahrung, die wir kriegen könnten, wenn wir schnell genug sind. Da ist es. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Da ist wieder ein. Komm schon. Gut ja. Gemacht. Wenigstens ein den haben wir noch. Was war denn das eigentlich für ein Gepiepe jetzt, Mensch? Krieg ich doch Angst. Mit dem reden wir auch später noch. Den lassen wir deshalb erstmal einfach da unten stehen. Und laufen jetzt zur Hilda. Die wartet bestimmt schon auf die Pfanne. Hilda! Hilda! Hey! Hast du was zu essen für mich?
Du hattest heute schon deine Portion. Komm schon. Na gut, dann kriegst du halt nur deine Pfanne. Hier ist deine Pfanne. Sieh doch zu, wie du kommst. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Die taugt was, das kann ich dir versprechen. So, als nächstes gehen wir hier mal rechts rum. Obwohl, den Steinkreis, den nehmen wir uns später vor. Wir machen erstmal unsere Aufgaben hier auf Lovats Hof fertig. Damit wir dann in Ruhe da oben lang gehen können. Hier stand doch auch noch irgendwo so ein Bauer. Oder? Bist du derjenige? Ja, red mit mir. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Oh. Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich hab zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Mach ich gerne. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. So, jetzt wisst ihr auch, wozu ich den Wein brauchte. Hier hast du deinen Wein. Yay, Level up! Besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Geht klar. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Oh oh. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Orks, huah, mit denen lege ich mich nicht an. Nee, nee. So, Lobart. Auf deinem Hof gibt's nichts mehr zu tun. Wie sieht's aus? Ich brauche Klamotten. Und zwar schnell. Blöde Schafe. Hallo. Hey, du. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Ich denke schon. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Kein Problem, die kann ich zahlen. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. So. Damit wir keinen Ärger von dem bekommen, plündern wir natürlich nicht die ganze Truhe, sondern lassen eine Goldmünze drin. Das mache ich immer so, dann gibt's keinen Ärger. Und wir können das Zeug hier alles haben. Und jetzt gibt es endlich vernünftige Kleidung. Wo ist sie? Yay, ich bin ein Bauer. Ich bin ein Bauer. Und ich würde sagen, damit beenden wir die Sache hier. Auf Lobarts Hof sind wir fertig. Und beim nächsten Mal schauen wir uns mal da oben beim Steinkreis um. Und da hinten, da steht schon so ein blöder Feldräuber. Das kriegen wir schon gebacken. Bis dahin, macht's gut.